So, hallo Leute, heute haben wir wieder ein schönes Problem und zwar einen Vorwiderstand berechnen. Ja Leute, ihr seht, ich habe hier Plus, hier Minus, hier eine Leitung, hier habe ich eine LED, eine Leuchtdiode oder auch Light Emission Diode genannt. Und hier, von hier bis hier, brauche ich jetzt hier so einen Vorwiderstand, Leute. Ja, so einen Vorwiderstand. Ich habe hier in meiner Spannungsquelle, was haben wir? 9 Volt haben wir. Hier 9 Volt. Habe ich hier und jetzt will ich hier diesen Vorwiderstand, diesen RV mir berechnen. Wie groß muss jetzt hier dieser Widerstand sein? Und ich weiß aus den technischen Daten von dieser Diode, wie ich die gekauft habe, ich habe eine Durchlaufspannung von 1,7 Volt und einen Durchlaufstrom von 15 Milliampere. Jo, wie sieht das jetzt also aus? Also Durchlaufspannung bedeutet, ich habe hier 1,7 Volt, Durchlaufstrom sind 15 Milliampere und jetzt kann ich schon rechnen. Ich weiß hier maschemäßig, die 9 Volt teilen sich auf Widerstand und Diode. Also habe ich hier 7,3 Volt über den Widerstand. Es fließt ein Strom von 15 Milliampere durch Reinschaltung. Das bedeutet, Vorwiderstand ist dann sozusagen 7,3 Volt, was über dem Widerstand anliegt, geteilt durch den Strom, der hier durchfließt, also 15 Milliampere. Und das, wenn ich jetzt hier ausrechne mit meinem kleinen Taschenrechner, 7,3 geteilt durch 0,015 ergibt 486 Ohm. Okay, nach der E12-Reihe habe ich hier einen 470 Ohm Widerstand mir herausgesucht und das ist auch zufälligerweise genau dieser Widerstand. Den kann ich jetzt hier einsetzen und hahaha, wie schön das Lämpchen brennt. Ja, Leute, so berechne ich hier den Vorwiderstand. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch, ganz wichtig, Daumen hoch und hier oben geht's zum Abonnieren und hier, Leute, hier geht's zu einem geilen Video. Da müsst ihr unbedingt drauf drücken. Natürlich zuerst abonnieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.